Es ist ein ganz ehrenwertes Ziel, aber der Weg ist voller Probleme. Inklusion, das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Behinderung, auch in der Schule. Damit das gelingen kann, können bestimmte Kinder einen Schulbegleiter an die Seite gestellt bekommen. Auch das, wie gesagt, aller Ehren wert, aber da fangen die Probleme an. Zum einen steigen stetig die Kosten. So mussten die Landkreise im vergangenen Schuljahr erneut drauflegen für die Schulbegleiter. 7.400 Kinder waren berechtigt. Die Gesamtkosten kletterten auf mehr als 160 Millionen Euro. Aber hinter jedem dieser Einzelfälle steckt ein Kind mit individuellen Problemen. Dass Schulbegleiter kaum zu finden sind, macht die Sache zusätzlich kompliziert. Ein Junge mit Autismus hat Sophie Mühlmann gezeigt, warum. Wer Tomke zum ersten Mal sieht, kommt gar nicht auf die Idee, dass er immer wieder als unbeschulbar gilt. Er will uns seinen Lieblingsplatz am Kanal zeigen. Hier fühlt er sich sicher. Beim Wasser in der Nähe ist die Luft immer sehr schön. Halt. Und das finde ich hier am tollsten an Wasser. Wegen hier ist es auch windig und wie an der Nordsee, windig und so. Und hier ist es aber ein bisschen laut, aber das macht mir nichts aus. Zu laut, das ist meistens Tomkes Problem. Er ist Autist. Deshalb muss er immer wieder von der Schule abgeholt werden. Also dann kriege ich einen Ausraster irgendwann vielleicht. Und manchmal kann ich es noch vermeiden, dass ich einen Ausraster kriege. Und dann haben wir halt noch andere da in der Klasse, die laut sind. Zu viele Reize sind Gift für ihn. Hallo Mama. Hallo Tomke. Tomke hat einen Schwerbehindertenstatus von 80%. Dazu die sogenannte Einschränkung B für Begleitpersonen. Und genau dort liegt das Problem. Ohne Schulbegleitung kommt er nicht klar. Doch so eine zu finden ist unendlich schwierig. Selbst wenn sämtliche Anträge vorliegen. Es wurde dann ausgefüllt, ja, und dann es war ausgefüllt und dann ging es in die Genehmigung. In die Genehmigung und in die Genehmigung. Und das dauerte halt Monate, bis das überhaupt genehmigt worden ist. Und danach kam die Ernüchterung, es gibt keine Schulbegleiter. Fast ein Jahr lang dauerte Sani Hartmanns Gang durch die Behörden. Nun wurde der Familie endlich eine Begleitung vermittelt, die theoretisch qualifiziert ist. Bis die letzten Formalien erledigt sind, muss Tomke aber zu Hause unterrichtet werden. Denn ohne Unterstützung bekommt er in der Schule immer wieder Wutanfälle. Danach fällt er in sich zusammen und weiß auch, was er gemacht hat, zum Großteil. Aber dann ist die Situation schon passiert und die Kinder in der Klasse sind verängstigt, weil er vielleicht mit Bauplätzen geschmissen hat. Und das ist natürlich alles unschön für alle Beteiligten. Nicht nur für Tomke, für uns als Familie, sondern auch für die Lehrkräfte. Ja, das Schulsystem, ja, das heißt ja heute so schön Inklusion, ist für mich als Mutter gescheitert. Zu Hause mit seinen Brüdern klappt es mit Tomke. Hier kann er sich zurückziehen, wenn alles zu viel wird. Seine Mutter hofft, dass er auch mit der neuen Schulbegleiterin auskommt. So jedenfalls kann es nicht weitergehen. Das Wohl des Kindes ist gefährdet, weil natürlich es viel zu lange dauert. Würde man das viel eher machen und die Bürokratie und die ganzen Sachen wären vereinfacht, dann würde das gar nicht passieren. Dann könnte man dem entgegensteuern. Also das Kind, ja, kommt immer mehr in eine Ausgrenzung, vielleicht in eine Depression. Zuständig für die Schulbegleitungen sind seit Jahresbeginn die Städte und Gemeinden. Die wiederum schlagen Alarm, weil der Bedarf rasant wächst. Das lässt sich sogar schon an den steigenden Kosten belegen. Insofern sind das Fakten, auf die wir unsere Ermittlungen stützen, nicht nur gefühlt, sondern das ist das, was wirklich an Unterstützung geleistet wird und eben in Dimensionen ansteigt, die jenseits dessen liegen, was wir sonst aus Preissteigerungen oder sonstigen Dingen kennen. Da läuft etwas im System schief. Der Landkreistag fordert neue Konzepte der Politik. Wir treffen Tomke 2 Wochen später wieder. Gleich beginnt sein erster Schultag nach der Zwangspause und der erste mit seiner neuen Schulbegleiterin. Morgen. Guten Morgen. Tomke freut sich schon. Ja, ich auch. Eine Hürde ist genommen. Aber dass Tomkes Weg durch die Schule steinig bleibt, ist sicher.